Hallo, hallo, hallo. Da hinten. Einmal. Und nochmal. Und. Na, ja, okay. Der ist jetzt gestorben, bevor ich geschossen habe. Und cool. Na, so langsam wird das ja was mit dem Treffen hier. Wenn man mir Zeit lässt. Los, komm. Steh auf. Ich weiß, dass du da bist. Schmeiß da einfach eine Granate. Ich glaube, es hackt. Damit meine ich kein Hackfleisch, sondern anderes Hacken. Hey! So. Okay. Jetzt ist ja auch die Luke zu. Ich kann nicht auf den Panzer, auf den Hubschrauber draufschießen. Muss ich auch nicht unbedingt. Wir gehen hier einfach durch die Tür durch. Und ihr geht vor. Das ist gut. Wenn ihr vorgeht, ist immer gut. Lasst mich ruhig zurück. Ist schon okay. Ich komme damit klar. Ach du Kacke. Ich kann hier nicht durchschießen. Weil ich an der Rell nicht schießen kann. Das ist uncool. Okay. Aber er hat es ja anscheinend geschafft, seine Leute zu ärgern. Jetzt hat er hier tatsächlich die Tür aufgetreten. Garrison had him relocated. What? You left the side? He doesn't know who I am. What was I supposed to do? Fight him? I have kept the line of defense. Call command deck. Ask Garrison where he's located. He'll listen to you. Jesus Christ, Hannah. The command deck is cut off. Let's get the hell out of here. Tombstone, let's go. On your six. Alles klar. Also, im Grunde genommen, Toto Verderben, ja? Das klingt hervorragend. Das... Da läuft im Boden. Halleluja. Nein, Battlefield 4 ist nicht verbuggt. Nein. Und hat keine miese Kollisionsabfrage oder sowas. Nein. Wow. Ey, würdest du mal bitte weniger in die Luft jagen hier? Dann kann ich auch hier rumstehen. Jetzt komme ich hier nicht raus. Hallo? Ah, ich stecke in der Wand fest. Ja. Das macht Sinn. So viel nochmal zum Thema, dass Battlefield 4 gar nicht verpackt ist. Nein. Es gibt's nicht. Das kannst du eigentlich gar keinem erzählen hier, wie verpackt das Ganze hier ist. Auch schön ist auch hier, dass man auch wirklich sieht, dass der halbe Schuh hier noch im Boden versinkt. Da gibt es wirklich Spiele, die können das schon wesentlich besser. So ist da hinten auch wer bestimmt, ne? Jetzt lege ich mich hier nochmal auf die Fresse. Sehr schön. So. Jetzt bin ich auch mal nicht in der Wand. Das ist gut. Sowas kann von Vorteil sein, muss aber natürlich nicht. Ich erinnere mich noch gut an Battlefront 2. Oder auch Battlefront 1 war es, glaube ich, auch. Also Star Wars möchte gern Battlefield. Das war ja so, dass sich da auch Leute dann reingehackt haben. Also Bug-Using gemacht haben, indem sie sich in eine Wand geglitscht haben und von dort aus alle getötet haben und die anderen Leute konnten natürlich den Typen aus der Wand nicht killen. Ey, würdest du mal bitte sterben? Ey, jetzt muss ich da ernsthaft rangehen. Ich glaube, es hackt. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Meine Güte. Schnauze! Muss nachladen! Nein, ich wollte mich gerade hinlegen. Nein. Na gut, ich liege. Aber das ist nicht so, wie ich liegen wollte. Ich wollte mich eigentlich auf die Seite legen, weißt du? Ich bin eher so ein Bauchschläfer. Naja, dann halt nicht. Dann halt das Ganze einfach nochmal. Überhaupt kein Problem. Nö, nö. Aber es ist wirklich schon schlimm, wie sich hier dieser ganzen Bugs wirklich bemerkbar machen, ne? Also ist ja nicht so wie in einem Skyrim zum Beispiel, wo die Bugs ja dann doch eher also größtenteils zumindest nicht so spielhinderisch waren, sondern hinderlich waren, sondern eigentlich also Bugs waren, wo man drüber lächeln konnte, ne? Wo dann zum Beispiel eine Textur fehlte, einfach mal temporär oder ähnliches. Weißt ja, dass das betrachtest du mit einem lächelnden und einem weinenden Auge. Und hier, da hast du eigentlich nur zwei weinende Augen. Und das war's. Weil, wenn es wirklich hier so Bugs sind, weißt du, die einem dann wirklich das Spiel
den ganzen Spielfluss einfach verhindern hier. Das kannst du eigentlich nicht auf den Markt bringen. Etwas derart Unfertiges. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Und ich weiß, dass das jetzt Call of Duty Ghosts da auch nicht gerade viel besser ist. Gut, wo soll ich jetzt hin? Was haben wir denn hier? Aha. Ja, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Wo soll ich hin? Ich habe den anderen mal wieder nicht zugehört. Ah, da ist was zum Interagieren. Ja, dann mache ich das doch mal. Helf ihm mal den Kovic. Kovic. Keine Ahnung. So, soll ich jetzt auch hoch? Ich weiß nicht. Oh, oh, sieht nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Er ist auf den Rücken gefallen. Nein, nicht auf den Rücken. Nein. Achso, er ist keine Schildkröte. Ja, dann ist es halbwegs in Ordnung. Ach du Kacke. Wieso blutet der jetzt am Kopf? Von der Explosion oder wie oder was? Ich verstehe das jetzt im Moment noch nicht so ganz, aber okay. Und wir vier sollen jetzt hier... Ja doch, vier sollen jetzt hier das... Ihr wollt mich verarschen. Wir sollen ein ganzes Schiff verteidigen. Bam! So viel dazu. So, wo sind jetzt hier die Deppen? Ich sehe sie leider nicht. Ich weiß, ich könnte das Visier anmachen, aber ich habe die Taste dafür vergessen. Bist du feindlich? Sieht feindlich aus? Oh ja. Oh ja, das ist feindlich. Ah, shit. Ich muss nachladen. Kleinen Moment. Bin gleich wieder da. So, jetzt aber. Shit, das ging voll daneben. Au. Ups, das war Glückstreffer. Mal nicht so viel wackeln, Leute. Nicht so viel wackeln. Kann ich auch besser treffen. Wo ist denn jetzt der Heli? Wo ist der Heli? Ich sehe den Heli nicht. Das ist schlecht. Da ist er. So, einmal. Und jetzt sollte ich hier wieder in Deckung gehen. Ja, gleich. So, irgendwo hier schwirrt der andere rum. Ja, okay. Muss aber wieder nachladen, bevor jetzt hier er noch mehr da fallen lässt. Ja, er lebt immer noch, natürlich. Wieso denn auch nicht? So. In der Richtung gibt es wahrscheinlich keine Feinde mehr. Schauen wir mal hier. Ja, da gibt es ein paar. Hey. Alter. Ah, das. Aus der Entfernung kann ich das hier nicht machen mit dem Ding. Das ist zu viel. Zu viel Damage. Immer schön in den Rücken rein hier. Wie viele Schüsse die auch aushalten. Weißt du, normale Menschen wären dann schon bei einem Schuss dann am Boden oder sowas. Aber der hier nicht. Die sind etwas härter im Nehmen. So, wo ist jetzt... Auf wen oder was schießt ihr denn? Ich will auch auf etwas schießen. Da ist gerade irgendwas vorbeigedüst. Ich weiß nicht, ob es freundlich oder feindlich war. So, okay. Zum Glück ist diese Waffe ja auch nicht viel zu groß. Nein. Okay. Das heißt, er hat wieder irgendwen abgeladen hier. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Aua. Uncool. Uncool. Hallo. Ich sehe sie alle nicht. Zu Kovic sollen wir zurückgehen? Der ist doch hier. Wieso liegt der denn jetzt so rum? Lag er vorher nicht andersrum?
Ihm geht's gut, da ist nur eine Fleischwunde. Außerdem ist er nur auf den Rücken gefallen. Das bin ich, ne? Hey, cool, ich bin Chef. Also, ihr tanzt jetzt nach meiner Pfaffe, ja? Also, wenn ich sage tanzen, dann tanzen. Los, tanzen! Okay, dann nicht. Ja gut, Rest in Pieces. Obwohl, nee, irgendwie bist du gerade im ganzen Stück. Okay, dann ist das schlecht. Wie was mit interagieren? Na dann. Ist doch super, dass ich jetzt wieder Befehle geben darf. Ja, und kletter mal. Ernsthaft? Willst du mich richtig verarschen hier? Es ist doch nicht wahr. Statt dass er mal schneller kletterte und sowas. Oder nein, dass meiner hier langsamer klettert. Nein. Natürlich nicht. Wieso denn auch? So, muss ich jetzt weiter nach oben? Könnte sein, kann auch nicht sein. So komme ich da nicht lang. Oder komme ich da überhaupt nicht hoch? Ich habe keine Ahnung. Ehrlich nicht, Leute. Ich kenne mich doch mit sowas nicht aus. Geh da. Da kannst du natürlich nicht lang gehen. Aber da kannst du reingehen. Interessant. Gut zu wissen. Ja, Lülle. Falsche Waffe. Aber egal. Leute, geht mal rein. Hallo, 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 hallo. Mach mal tot. Ich hab gesagt, mach tot. Ich hab gesagt, mach tot. Was an mach tot hast du nicht verstanden? Was ist mach oder ist tot? Immer muss man selber machen hier. Schnauze. Wenn man zielen könnte. Dann muss auch die Schnauze halten. Moment. Lille. Trefft ihn nicht. Was soll denn der Scheiß? Ja. Uncool. Gehst du wohl sterben? Ich treffe den da hinten nicht. Es ist nicht wahr eigentlich. Aber weißt du was? Giovannimo! Mach tot. Geht doch. Da hat irgendwie die Hälfte der Animation gefehlt, aber okay. Ich lasse das jetzt mal so gelten. Tod ist tot. Gut, und da soll ich jetzt durch? Okay. He's stable. Where's Agent Kovic? He didn't make it, sir. Son of a bitch. Thanks to Tombstone, the Valkyrie still floats. It's a wounded warship, though. A long way from home, boys. Hostile waters. I don't think we've seen the worst yet. So I'm glad to have you Marines on board. Sergeant Wrecker. I want a debriefing in 15 minutes. Tombstone's yours. Hurrah! Ist das jetzt gut? Ich weiß ja nicht. Aber mal wieder haben wir einen dieser unglaublich tollen Ladebildschirme. The intelligence you brought back from the Titan confirms that Pacific Central Command is gone. Wiped by China's missile attack. This is all Chang's turf now. If there's anything left of our fleet, they're out there blind as bats. Appreciate the gravity of the situation, Captain. All the more reason to be careful. But putting her in the squad, Irish isn't gonna... Irish doesn't see the full picture. We're under extreme circumstances. She's gone with it. Understood. Irish is a good guy. I'll keep an eye on him. Appreciate that, Pac. You've got a long way to go, but your leadership material. Thank you, Captain. Anything we need to know about the assault in the airfield? Yeah. Get Wrecker. Na dann. Pack, Wrecker, I need you to follow me on this. We need to make sure our last missiles are put to good use. Assault the airfield. Eyes on the ground. Signal us when their planes are on the tarmac. We'll light those motherfuckers up and continue west through the strait.
Copy that, Captain. Piece of cake. Pack. Wrecker. You might not make it. Many of your friends won't. But this is it. This is the shot we've got. When the squad that gets to the airfield and lights their flare, that's 30 seconds to get out before we rain our missiles down. Copy. Do not become a friendly fire statistic. Na dann, lass uns mal opfern gehen. Uns selbst. Let's go, Marine, let's go! Captain's orders, Irish. Whoa, 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 where do you think you're going? I volunteered. You volunteered, but who approved? Captain Garrison, take it up with him. You know about this? Do you speak Mandarin, Sergeant? Whether I do or don't, it's none of your concern, young lady. Look, I'm just trying to help. Das überlegen wir, je nachdem, wie du schießt. Nur weil sie ein Mädchen ist, meine Güte, auch Frauen können schießen. Immer diese Vorurteile. Dann mal hinter Steuer und dann Vollgas. Oder so ähnlich. Wird schon. Plops. Okay. Ja. Jetzt könnte ich Gas geben, aber ich würde sagen, ich mache jetzt nochmal eine kleine Aufnahmepause. Und beim nächsten Mal geben wir dann richtig Gas. Und dann schauen wir mal, wo wir denn in was für ein Abenteuer wir wieder geraten dürfen, welche Bugs uns begegnen werden und so weiter und so fort. Also bis dahin, viel Spaß euch noch. Tschüss.